Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu RL Craft. In der letzten Folge haben wir ein bisschen was getan und gemacht und getan. Und ich habe jetzt hier noch zwei Eier. Oh, guck mal, das ist noch ein Ei. Hatte nicht mit dem Ei drauf. Eins. Ja. Zwei. Nein. Drei. Nein. Haben wir noch Weizenkörner? Das ist schon durchgebrannt. Warum steckt das schon wieder? Oh, wir haben kein Brandmaterial mehr. Ja, nehmt einfach mal das da. Nehmt das einfach mal als Brennmaterial, das geht schon. Da. Gut. Ja, es geht wieder. Und Hündchen 3. Ja, Satan. Jawoll. Noch eins. Noch ein kleines Tierchen. Verdammt. Gathering. Aber warte mal. Irgendwas konnte man, glaube ich, auf Level machen, oder was? Level up. You must reach Level 5 before choosing a specialized. Oh, wir müssen erst Level 5 erreichen. Bei Minen, also ich habe gesehen, dass man da Minen auswählen könnte. Ach, guck mal, noch ein Stuhl. Bedeutet, ich könnte hier rein theoretisch die ganze Zeit auch offline, unsere Geschosse buddeln. Und wir würden wahrscheinlich voll die Level bekommen. Ich tue jetzt trotzdem nochmal. Das und das weg. Dann schauen wir mal raus. Also das muss ja eh noch alles hier eigentlich weg. Dann kommt hier so ein... Wow. Hier so ein Glasdach oder sowas in der Art runter. Und schließt dann hier mit dem Wasser ab. Oh mein Gott. Es ist fertig. Ich glaube es nicht. Wir haben die Jahreszeit dafür. Wir haben Weizen. Weizen. Yes. Und Squid. Hier noch so ein Pixel. Ja, das war ein Viech. Gibt's was in der Map eigentlich? Nee, ne? Schade. Das Lehm. Was sehr gut eigentlich. Gott, das ist ein World Bug auch noch. Ich würde mal nach hinten gucken. Scheiß drauf, ob wir sterben oder nicht. Wir werden zwar wahrscheinlich dann unser Leben verlieren. Oder ein Level. Ach, herauszufinden. Das ist immer ganz spannend. Ich fühle aber, als ob es mir jetzt gleich zu heiß wird auch noch. Das ist ein verzauberter Enderman. Ach, leck mich doch. Wird mein Bildschirm rot? Ein Hühnchen statt Schaden erhalten. Du verschwindest nicht ins Licht. Dankeschön. Level 4. Da ist ein Schaf. Und ich sehe mal zur Abwechslung weit und breit kein Drachen. Und unten wird ein Schweinchen. Vielleicht kriegen wir mit den Tieren, die hier sind. Und ja, ich mache das jetzt mit der Hand. Noch genügend EP. Das wäre es ja wert. Alles
Das macht doch eigentlich alles schlechtes Karma. In die Ecke gedrängt, das Viech. Es leckt. Wenn es leckt, ist es meistens kein gutes Zeichen. Aber ich will mein Level 5. Danach kann ich gerne mein Leben verlassen. Aber Hauptsache Level 5. Da sind noch genügend Schweinchen, um dieses Ziel zu erreichen. Komm schon, komm schon. Ich rufe doch gleich wieder so einen bösen Donnergott auf oder sowas. Hä? Ah ne, wollte ich gerade sagen. Level. Oh. XP for crafting? XP from ore. XP from mob. Ich crafte einfach Sticks. Dann. Stone cutting. Hä? Craft. Ah, hier. Crafting. Crafting Special gain experience from crafting. Current level 1, original level 1, increase and decrease. What? Das gibt's auch? Combat? Random crits. Archery. Level cost 5. Ooh. Cooking speed. Also bekomme ich jetzt fürs Craften extra Punkte. Das können wir doch gleich mal ausprobieren, oder? Wir gehen nach Hause. Und probieren das aus. Alter, das ist hier überhaupt nicht cool, dass hier da und irgendwelche Bugs auftauchen. Hier kann kein Viech angegriffen werden. Das war jetzt noch so die Sache, die ich bis heute noch nicht wirklich angegriffen habe in diesem Spiel. Ich trau diesen Gewässern nicht. Hier schwimmt doch irgendwo der Tod wiederum. Oder Nessie. Ganz sicher Nessie. So. Warum habe ich Hunger mit Sau in diesem Game schon wieder? Und laufen kann ich auch wieder nicht. Schauen wir mal, was es sich bringt, wenn man ein paar Sticky Sticks craftet. Ach, das ist... Ich hab schon gedacht, das ist ein neues Monster, aber das ist gleich nur der Magen. So, Hallöchen, Freunde. Du kommst hier rein, du kommst hier rein und du kommst hier rein. Und ich nehme mal ein paar frisch gebackene Hühnchen. Schön. Und dann ein Trinkwasser. Dankeschön. Noch eins. Lecker schon. So. Könnt ihr mal alle wachsen? Irgendwo werde ich sicher noch Federn haben. Ah ne, warte mal. Können aber gleich noch Pfeile machen. Indem wir. Nehmen da Iron Arrows. Bedeutet, wir brauchen Eisen als Spitze. Und Sticky Sticks. Wo habe ich meine Sticky Sticks wieder da? Ziemlich gespannt. Ich bin Level 5. Bisschen über den dritten Strich. Eisen. Oh, es gibt echt so. Iron Knife. Das probieren wir auch mal aus, das Iron Knife. So. Die Pfeile kommen hier dazu, da kommt auch der Rest rein. Ich probiere jetzt mal dieses Iron Knife aus. Was braucht es? Darf ich das nicht mehr finden, oder? Ich probiere noch was anderes aus. Wartet mal. Vielleicht kann ich einen Stein Knife auch machen zum Farmen. I don't know. Nee, das nimmt dann natürlich nicht an. So eine Haarspalterei schon wieder. Mann. Mann, Mann, Mann. Machen wir aus Plänfer mal ganz viel Strings. Irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert. So. Okay, so viele Level habe ich jetzt da auch nicht bekommen.
Brauche ich irgendwas, was man vorhin zurückcraften könnte? So einen richtig schönen Loop. Das wäre praktisch. Ist das schon wieder Nacht? Was? Wow. It's night again. Was kann man denn schönes... Ah, aber gilt das auch? Wir sind jetzt hier, so mit der ersten Keule. Warum gilt denn sowas nicht? Aber wahrscheinlich je höher, desto mehr wert ist es am Ende. Das könnte gut sein. Das könnte echt gut sein. Ah, stimmt, die darf ich auch nicht tragen. Ich darf ja sowieso gefühlt nichts. Was kann ich denn hier machen? Stone Cutting. Increase Stone Hafting Speed plus 30% Speed per Level. Increase Stone Harvesting. 20%. Ist natürlich auch wieder schön. Flint Harvesting. Crafting. Cooking Speed. Random Tick increases plus 1 per level. Shift right click with empty hands to bind furnace to you. Okay. Green Thumb. Okay. Change per level. Chance of hooking something extra when fish plus 5% per level. Kostet auch wieder schon viel Geld. Was gibt's denn für Combat? Randomly doubles Damage Output for Direct Attacks. Mich würden eher wahrscheinlich die hier interessieren. Draw a bow string back faster. Da finde ich aber eins von den beiden jetzt hier irgendwie spannender. Lumbering. Potential Extra Drop for Log Harvesting. Dann, okay. Oh, das sieht erst nachträglich. Auch geniale Sache. Geniale Sache, geniale Sache. Ich pop. Was war das denn? Habt ihr das auch gehört? Oh, meine Axt. Where is my axe? Ne, hier ist nur die Eisenaxt, die darf ich nicht verwenden. Da ist meine Axt. Und ich mache mir gleich eine neue. Krieg ich dafür wenigstens einen Levelpunkt oder sowas, wenn ich die mache? Ja, dafür. Ich mache mir einfach 3000 Äxte, geht schon. Wir haben genug Steine auf Lager. Oder halt wegen den Spitzhacken. Aber wenn es so viel bringt, dann kann ich ja bald schon faster alles machen irgendwie. Aber hier drin ist auch nicht wirklich kühl irgendwie. Hm. Schauen wir mal, ob das jetzt wirklich 30% fast, 20 oder was, 30 oder was 20 ist. Ah, das geht echt schnell. Holy! Das ist ja mal voll GG. Da ist noch mehr Kies und Sand, das ist auch nice. Ja, das taugt mir gerade. Wir probieren gleich was. Wir machen jetzt voll den... Ist wahrscheinlich voll bescheuert eigentlich. Aber wenn wir natürlich extrem viel Holz sammeln und alles, können wir leveln ohne Ende rein theoretisch. Und somit auf Harvesting 5. Dann suchen wir uns einen Lava-Pit hier in den... Aber den haben wir eh, oder? Einen Lava-Pit haben wir eh hier. Da haben wir überall Lava. Und dann tun wir dort eine Crafting-Bench hinbauen. Und tun da immer Dinger bauen. Äxte und so Zeugs. Ja, wieso denn nicht? Das ist genial.
Also wir jetzt erstes dann mal das Level in Holzverarbeitung noch mal steigern. Der ging schnell down. Aber somit können wir wahrscheinlich relativ schnell auch auf Harvesting 8 und so zurückkommen, oder Combat 8. Damit wir unsere Sachen verwenden können. Error Rendering Block, Minecraft Error. Okay. Gut zu wissen. Ich weiß nicht, um was es geht. Ich habe nichts gemerkt. Oh. Jetzt auch wieder irgendwie so ein bisschen erwischt. Upsi. Oh, die hat es aber irgendwie ein bisschen zerlegt hier alle. Oder war das der Drache? I don't know. Aber wir eh genügend Bäume eigentlich hier und so. Wenn man es von der Perspektive mal anschaut. Und wenn jetzt ein paar Bäume mehr oder weniger da stehen, das können wir eh alles nach der Zeit wieder regeln. Da wächst auch sicher mal was nach. Ganz, ganz sicher. So. Der hier noch. Und dann gehen wir zurück. Da nicht die ganzen Beschädigten, obwohl der eine noch eine Beschädigung. Der steht in der Ecke. Der ist wurscht. Dann verwandeln wir das alles in Stöckchen und machen damit ein paar Spitzhacken und ein paar Kisten und so Zeugs. Und dann sollten wir auf jeden Fall schon mal. Können erstmal die Sticks holen, die ich eh schon habe. Aber Leute, da gibt es eine Unterhaltung. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt diesen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Changes.